Guten Morgen, ihr Lieben. Oh, meine Tochter. Wir feiern ja. Wie viel Baklava kauft man? Wie viel macht man da? Wie viel macht man da? Welche Torte soll ich kaufen? Plop, 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 plop. Die ganze Zeit. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wie einige wissen, Weihnachtstage, Geburtstag von meiner Tochter. Jetzt an dem heutigen Tag Geburtstag von meinem Sohn. Silvester, ey, hört auf, hört auf. Also ich habe meinen Soll erfüllt. Man sieht es mir, glaube ich, auch an. Ich sehe richtig angeklatscht aus. Das ist mir aber Wurst, weil es geht ja um eure Tagesbotschaft jetzt gerade und die will ich noch für den 30. jetzt ablegen. Für den 31. ablegen, auch schön. Für den 31. gibt es eine Jahreslegung. Das belasse ich für den Tag und dann Kopf ausschalten, einfach nur noch Kopf ausschalten, ihr Lieben. So. Ja, wir diskutieren nämlich gerade rum, ob ich den Kuchen für sie hole, weil einige hat sie auf ihrer Geburtstagsparty nicht gesehen. Die wird sie dann eben bei meinem Sohn treffen und deswegen haben wir gerade diskutiert. Mama, kannst du bitte, soll ich das besorgen und hier besorgen? Und das ploppt jetzt gerade alles auf. So auch schön. Bei euch ist wahrscheinlich auch mild, aber windig. Bei uns regnet es die ganze Zeit. Windet, es stürmt, aber was soll ich sagen? Ihr werdet auch keine Sonne haben, wenn ihr nicht gerade woanders seid als in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Ich glaube, da scheint gerade die Sonne auch nicht so prickelnd. Gehen wir mal rein, ihr Lieben, mit eurer letzten Tagesbotschaft in diesem Jahr. Was haben wir? Der Garten. Vielleicht solltet ihr noch mal Ordnung schaffen. Der Garten. Was wird vorbereitet, dass es blühen darf? Was darf pflanzen? Was darf bleiben? Gestern, glaube ich, hatte ich auch schon diese Karte in der Jahreslegung. Was darf an Unkraut weg? Wen ihr als Unkraut betitelt, überlasse ich euch. Aber was darf jetzt in den Winterschlaf gehen? Was wird vorbereitet? Was für eine schöne Pflanze als Grundidee, Grundgedanke, Grundplan und Wunsch darf hier in Erfüllung gehen und wachsen und wird demnach dann von euch auch gepflegt. Ihr müsst euch um diese Pflege kümmern, das, was ihr schaffen wollt oder auch erreichen möchtet. Irgendwie sieht sie, also sie ist ja komplett in so einem Häuschen, also in ihrer eigenen Sicherheit und zwei Häuser baumeln noch an der Pflanze. Das ist so, ich nehme alles mit, was ich tragen kann. Wie so auf der Flucht, ja. Ich suche mir einen anderen Ort, ich suche mir einen anderen Platz, da wo es schöner ist. Kann natürlich für viele sein. Umzüge, Reisen, aber all das, was ich erschaffen habe, nehme ich mit und ich vergesse nichts an diesem Ort, ja, so ungefähr. Ich hänge mir das, wenn es noch drauf ankommt, symbolisch an die Pflanze oben ran. Habe auch noch ein bisschen Geld bei. Abgesichert, ja? Mit dem, was du hast, bist du einfach abgesichert. Deine eigene Sicherheit wird hier Wurzeln schlagen. Deine eigene Sicherheit wird hier Wurzeln schlagen. Wir gucken mal. Was solltest du beachten? Ja, das ist ein Klartext, ne, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall abgesegnet. Das ist von dir ganz klar der Grundgedanke, der hier entstanden ist und auch verfolgt wird, bestenfalls. Das Ass der Schwerter. Die Gedanken stehen. Und die Gedanken sind deswegen, weil du sonst ewig blockiert bleibst. Also du reißt dir sozusagen jetzt zum Jahresende wirklich die Binde vom Kopf, könnte man so sagen. Du willst wieder Klarheit, du willst hier sehen. Ansonsten hast du ja keine Richtungsvorgabe. Hier wird Tacheles gesprochen, für dich selbst oder für andere Menschen. Hier wird etwas entschieden, hier wird etwas verändert. Hier wird etwas von deiner Sicht oder deiner Lebensweise durchgesetzt. Ja, deine Pläne werden hier durchgezogen. Denn du hast keinen Bock mehr hier zu leiden und zu kummern. Ja, das hast du jetzt wirklich Monate, Wochen, Jahre lang. Darauf hast du keine Lust mehr, dass man dir hier auch noch dein Herz irgendwie klaut. Das nimmst du auch noch mit und es geht allgemein um die Ruhe. Du möchtest in die Ruhe wiederkommen. Der ganze Stress,
Der ganze Kummer, der ganze unerwartete Müll, den du hier erledigen musstest, wird jetzt beendet, ja? Mit deinem Klartext, du machst klar Schiff, du brauchst Ruhe, damit du das hier loswirst. Sehr viele Schwerter bei dir drin. Ist ja alles voller Schwerter, sehe ich gerade. Ass der Schwerter, 8 der Schwerter, 3 der Schwerter, 4 der Schwerter. Ist ja alles. Dein Kopf ist ja, wenn du jetzt nicht handelst, ist dein Kopf ja wirklich Matsche fürs nächste Jahr. Und da holst du dich jetzt hier raus, ja? Das sind so die Gründe. Blockiert, Kummer, jetzt nimmst du dir Ruhe, eine Auszeit und da kommt auch der Wagen mit der Krebsenergie gleich dazu. Wir haben hier, das ist dein Weg, ja? Du wirst jetzt einen anderen Weg gehen, als es erwartet wurde. Vielleicht auch ganz schlagartig ein anderer Weg. Viele können nicht einschätzen, wie du lang gehst oder was du jetzt machst. Das behältst du wahrscheinlich für dich, auch gerade mit diesem Garten. Man weiß ja nicht, was draus wird, aber du. Ja, du machst das alles für deine Klarheit, ja, für deine Vitalität. Also du suchst dir den Weg des geringsten Widerstandes jetzt momentan für dich aus. Komme, was wolle, ja, das ist dein Weg, denn du willst dir in die Stabilität, in die Sicherheit, die du auch mit dem Garten hier angefangen hast. Du suchst ja wirklich ein Ankommen, ein Verwurzeln, ein Pflegen von deinem, ohne dass da fremde Hände mit reinmischen, ohne Fremdideen, ohne Außeneinflüsse, das ist alles so deins. Das hat Hand und Fuß, das wird stehen und, oh, das ist aber hinten raus sehr schön. Dein Wunsch, der Stern mit der Wassermann-Energie, demnach auch mit der Sonne gleichzeitig die Klarheit zu finden. Es ist einfach nur dein Wunsch. Du willst, glaube ich, nicht mal wissen, wo es lang geht, sondern es ist einfach nur dein Wunsch, hier jetzt einen anderen Weg anzugehen für dich selbst, um hier wieder stabil zu sein, um aufrecht zu stehen. Kann sein, dass du die Stöcker hier wirklich sehr lange wieder hinstellen musstest, die Stäbe, die 4 Stäbe. Aber du hast es hier geschafft, dich wieder aufzustellen, ja, und das ist so dein Weg. Es geht für dich hier irgendwo lang, wo du von etwas loslässt, wo du neu anfängst, wo du neue Energien schöpfst. Du weißt noch nicht genau, wohin du landest oder wo du ankommst, sagen wir es mal so auf Deutsch. Und du suchst dir hier die Klarheit und möchtest auch nicht erkranken, ja. Also die Vitalität, so gut es geht, hier genießen. Und das ist einfach dein innigster Wunsch. Hier geht es sehr viel um Gesundheit. Es hat dich alles genug Kraft gekostet, Kummer. Und das ist hier so wirklich dieses Schlagfertige. Ich lasse mich jetzt hier nicht mehr von abbringen. Die oberste komplette Reihe voller Schwertenergien, ja? Alles Luft. Alles mental, alles umsetzen. Ich nehme jetzt die Pause, die Puse, wollte ich sagen. Die Pause, die Ruhe, 3 der Schwerter. War zu anstrengend, ja? War alles zu anstrengend. Und deswegen hoffst du jetzt wirklich, du kannst froh sein, wenn du gesund bleibst, wenn du Vitalität hier lebst. Du hast gemerkt, das reißt am Körper, das reißt am Kopf, ja, also psychisch wie physisch. Du willst dir unbedingt die Klarheit bekommen. Und ich denke, dir ist es auch wirklich unwichtig, wo du ankommst, sondern du willst einfach nur noch hier raus. Du willst dir aus einer schlechten Energie raus. Für dich fängt hier was Neues an, du willst einen Weg sehen. Und alles, was schön ist, nimmst du natürlich mit. Aber du hast hier gar keine Vorstellung von, wo du überhaupt hin willst. Du willst einfach nur für dich jetzt hier gerade einen Weg rausfinden in die Sicherheit, ja? In die Stabilität wieder zu dir selbst, um wenigstens auf diesem Weg für dich die Klarheit zu erkennen und auch den Wunsch zu haben, das ist wahrscheinlich das, was du die ganze Zeit hättest machen müssen, machen sollen, gebrauchen können. Es ist letzten Endes egal, was du dir wünschst und willst. Du musst erstmal dort ankommen und nimmst erstmal alles auf, was dir auf dem Weg so begegnet. Aber erstmal raus hier, ja? Erstmal eine Veränderung suchen mit dem Weg, ihr Lieben. So, das war's. Wobei, das war's vielleicht noch nicht ganz. Wir können ja noch eine Engelbotschaft nehmen. Und dann bin ich aber raus, muss mich fertig machen. Weiterhin, sei eindeutig. Bist du auch bei mir, weil Ass der Schwerter ist von den Engelbotschaften, sei eindeutig, das ist gesprochen, das ist für dich klar, das wird vollzogen, das wird gemacht. Komme, was wolle. Und ja, das ist für dich so eine Angabe, du machst ja alles richtig, ja. Auch die Engel befürworten deinen Weg, geben dir den Weg an, sagen dir, okay,
nicht irgendwie nochmal über Schlafen oder Nachdenken oder in Ruhe. Du machst dir deinen Weg wirklich absolut richtig. Und ihr Lieben, ich wünsche euch, falls ihr mal die Jahreslegung nicht guckt, einen wunderschönen, gesunden Rutsch in das Jahr 2024. Ich bedanke mich für eure Treue. Manche sind von Anfang an schon da, manche kommen, manche gehen. Egal wie, ich danke euch für die zahlreichen Klicks, für die Liebe in den Kommentaren, für das Dasein, auch für eure Weiterentwicklung. Das Feedback ist immer wunderschön zu sehen. Und die Akzeptanz, Toleranz meiner Person, die Akzeptanz und Toleranz euch gegenüber wahrscheinlich auch, wurde das sehr viel gelernt im letzten Jahr, dass ihr euch nicht verstellen müsst für andere, weil die euch so sehen wollen, weil dann haben die ja selber eine Grätsche weg, ja, oder ein Klatsch mich weg. Die Akzeptanz und Toleranz zu dem, was du bist und deine Weiterentwicklung, Umwandlung für dich selbst und nicht für andere. Darauf kommt es, glaube ich, an. Und natürlich mit allem Obersten ist es immer die Gesundheit, ja. Ich leier das, bis es zu den Ohren raushängt, wie Kraut und Rüben. Aber das ist es nun mal. Akzeptiert, dass Stress der Krankmacher Nummer 1 ist und nicht immer unbedingt Gene und erbbedingt und schlechtes Essen und schlechte Gewohnheiten, sondern Stress ist der höchste Giftfaktor für den Körper, weil da die Tücken sind, die wir nicht sehen, sondern nur fühlen. Viele unterdrücken, viele lassen es nicht raus, viele denken, ich schaffe das, ja. Das ist aber nicht unbedingt diese Stärke, die man im Stress fressen sollte, sondern man muss auch irgendwann zugeben, dass dieses Level einfach zu viel ist und man sich nicht darüber hinaus lehnen kann, ja, auch wenn man es schaffen würde. Aber damit haltet ihr einfach nur den Stress, um euch zu beweisen oder anderen zu beweisen, ich halte durch, ja. Das muss auch noch jeder lernen, beziehungsweise viele von euch lernen, dass man selbst eine Grenze bestimmen muss, bevor es zu spät ist, ja? Bevor ihr einen Burnout bekommt, bevor ihr ein Broken Heart bekommt, bevor ihr psychisch krank werdet, ja? Ist natürlich schwer abzuschätzen, die Grenze, aber das merkt man, wenn ihr nur noch teilweise funktioniert, ja? Wenn ihr schon merkt, ihr habt gar keinen richtigen Spaß mehr an irgendwelchen Sachen, dann nehmt das ernst wahr und horcht so ein bisschen in euch rein, was ist hier los, ja? Wann fing das an? Woher kommt das? Ist das normal? Ja, du schädigst dir damit selbst und nicht dem anderen, weil der auch nicht in deine Seele reingucken kann. Ja, und das ist ja die Tücke, du eben auch nicht. Du kannst nur auf deine Seele horchen, empfindest sehr viel, aber das, was sich äußert, ist Jahre später dann wirklich irgendeine Erkrankung durch Scheißstress, durch Scheißmenschen, durch Scheißliebeskummer. Verarbeiten ist wichtig, ja, aber irgendwann ist auch mal da der Punkt, den nur ihr schalten könnt und für den kein anderer verantwortlich ist, den ihr drücken könnt, wo ihr sagen könnt, jetzt ist meine Grenze, jetzt ist Stopp, ja. Dann leide ich lieber, aber erlebe zwischendurch noch was Schönes und habe eine Klarheit vor Augen und fange irgendwo neu an. Ihr Lieben, rutscht gut rein, gesund vor allen Dingen, ein Rutschgong. Macht es gut und wenn ihr wollt, natürlich bis nächstes Jahr. Tschüssi.